Forderung von Dash Command 03. Whitehall, Großbritannien, Samstag, 24. Dezember 1988, 13 Uhr Ortszeit. Die Explosion war vorhersehbar. Er will was? Fragte Seven über die sichere Telefonleitung. Harper nahm einen beruhigenden Zug an seiner Zigarette und sagte, ich glaube, seine genauen Worte waren, ich benötige 75 Liter Flüssigkeit von SCP-006 für meine Forschung. Absolut ausgeschlossen, schoss Seven zurück. Sir James hat dieses Mal seine Murmeln verloren. Nur diese Rekrutierung wurde 71 versucht und scheiterte, erinnerte sich Harper. Sir James' Doktorarbeit in Mathematik hatte mit dem Bionormalsatz zu tun, insbesondere zu einem Aspekt, der für die Stiftung von Interesse war, erklärt Seven. Wir wussten, dass er ein wertvolles Talent war und wollten die anderen Interessengruppen schlagen. Also wurden ein paar Agenten geschickt, um das übliche Meet and Greet zu machen. Geben Sie vor, ein Teil des Geheimdienstes der lokalen Regierung zu sein. Service, den Pitch geben, darauf hinweisen, dass es eine schlechte Idee sein könnte, nicht mit uns zusammenzuarbeiten. Mit anderen Worten, aber musst du den potenziellen Mitarbeiter dazu erpressen, für die Stiftung zu arbeiten. Keine der feineren Richtlinien der Organisation, aber zumindest versuchte die Foundation im Gegensatz zu vielen ihrer rivalisierenden Organisationen mit einem Samthandschuh umzugehen. Also was ist passiert? Harper erkundigte sich. Savage spottete. Er lachte in die Gesichter der Agenten. Er sagte ihnen, dass er wisse, dass sie für die Foundation arbeiten und sie nicht daran interessiert sei, einer unserer Laborkittel mit Kanonenfutter zu sein. Bevor sein Butler sie gewaltsam aus dem Weg geräumt. Anscheinend dachte er, dass es langweilig wäre, für uns zu arbeiten, aber er bot an, von Zeit zu Zeit zu beraten, wenn wir eine interessante Herausforderung hätten, die unsere Forscher nicht herausfinden konnten. Haben wir verblüfft. Ich wette, das ist gut angekommen. Du würdest den Shitstorm nicht verstehen, der losging, bestätigte Sam. Wir glauben, der Mann dachte, dass er uns ignorieren könnte, nur weil er mit dem Vornamen beim Premierminister war. Wir haben herausgefunden, dass uns der Chaos Insurgency geschlagen hat. Die Chaos Insurgency. Oh, fragt Harper. Sie haben einen Trupp von einem Dutzend Ex-Black Ops-Schlägern geschickt, um ihn mitten in der Nacht zu entführen, sagte Seven. Unsere Informationen zufolge und Informationen der GOC stimmen übrigens zu. War er allein zu Hause? Niemand weiß genau, was passiert ist oder wie Sir James es geschafft hat, aber 3 Tage später die Köpfe der einzelnen Mitarbeiter des Killerkommandos kamen per Post an jeder der verschiedenen Organisationen, die sich mit dem Paranormalen befassten. Der Aufstand, die Stiftung, die GOC, alle. Harper wirkte leicht. Er hatte einen starken Magen, aber dies kam ihm aus dem Liegenfeld. Anscheinend hatte Seven ihn gehört, denn sie fuhr fort, es wird besser. Jedes Paket hatte eine handgeschriebene Notiz von Sir James. Der erklärte, dass er nicht daran interessiert sei, für eine bestimmte Organisation zu arbeiten, aber bei allen Rätseln, die wir haben, gerne konstruieren würde. Das hat seine Fantasie getroffen. Der Spionageabwehroffizier massierte sich die Schläfe. Wenn die Welt Sinn macht würde, wäre es ein solches Verhältnis im Keim erstickt worden. Die Arbeit für die Stiftung hämmerte jedoch schnell ein, dass die Welt keinen Sinn ergibt. Also, was dann? Er hat gefragt. Alle haben sich zurückgezogen, antwortete Seven. In der Foundation der GOC herrschten kühlere Köpfe, die erkannten, dass dem Verlust von Personal und Ressourcen nicht wert war, diesen Kerl zu stammen, als er oft zugab, bereit zu sein, sich beraten zu lassen. Während die Serpent's Hand und die Chaos Insurgency beide von seinem eher eingeschüchtert waren, spektakuläre Zuschauerstellungen von Grausamkeit sich zurückziehten. Doch dies muss beachtet werden, zitierte Harper, dass Menschen entweder gestreichelt oder eliminiert werden sollten, weil sie sich für geringfügige Vergehen rächen, dies jedoch nicht für schwere tun können. Daher sollte die Beleidigung, die man einem Menschen zufügt, sein, damit keine Rache dafür fürchtet. Seven kicherte. Wie ich sehe, haben Sie Harvey Mansfields jüngste Übersetzung gelesen. Die meisten Leute würden den bekannteren Vers zitieren. Die Antwort ist, dass man sowohl das eine als auch das andere sein möchte. Aber weil es schwierig ist, die zusammenzufügen, ist es viel sicherer gefürchtet, als geliebt zu werden, wenn einem von beiden fehlen muss. Sir James hat eine Erstausgabe der Original aus seiner Bibliothek. Harper verlagerte das Gespräch vom philosophischen, historischen zurück zum eigentlichen Geschäft. Es ist zwar interessant und erklärt vielleicht die scheinbare Arroganz der Forderung des Professors, aber was ist das Problem mit 006? Keine SCPs ausleihen, eine Politik, die Harper nicht sagte, da beide es wussten. Die Foundation übersah, wie die Umstände schlimm genug waren oder der Preis hoch genug war. Es war ein schmutziges kleines Geheimnis, das nur den kleinsten der obersten Ränge des Personals bekannt war. Ein Geheimnis, das bemerkenswert gut geschützt ist.
Fern bedenkt, dass solche Dinge normal sind. Sie ziehen in einer Bürokratie an. Wir ziehen in einer Bürokratie an. Natürlich hat es wahrscheinlich ja geholfen, dass die Stiftung im Wesentlichen nie wirklich gegen die erklärte Politik verstoßen hat und dass das leiseste Gerücht über einen Zeiten der Foundation jemand anderen an SCP gegeben hat. Im Allgemeinen dazu führte, dass die Person, die das Flüstern machte, so gründlich gereinigt wurde, wie Leverenz Palovic Beria stolz gewesen wäre. Es ist unklug, eine Organisation, die realitätsverzerrende Identitäten kontrolliert, dazu zu bringen, zu entscheiden, dass es am besten wäre, wenn sie nicht mehr existieren würden. Es herrschte kurze Stille in der Leitung, als die Aufseherin über ihre Antwort nachdachte. Mr. Harper, SCP-006 ist einer der gefährlichsten Gegenstände, die Foundation kontrolliert. Seine Existenz ist nur ausgewählter Handvoll Level 5 Personal und dem Personal bekannt, das direkt damit umgeht. Nur die derzeitigen Aufseher dürfen die genauen Details von 006 haben, erklärte sie. Hier ist, was sie wissen müssen. Sie sollten es als Kette betrachten. Im Laufe der Zeit produziert es begrenzte Menge eines der tödlichsten Giftstoffe, die Menschheit bekannt sind. Erfordert, dass mindestens 3 Aufseher es unterzeichnen. Und jedes Personal ist in direkten Kontakt mit der Flüssigkeit. Weil der Gegenstand kommt, muss durch Verbrennung beseitigt werden. Kurz gesagt, es ist hässliches Zeug, sagte Harper. Also, was könnte Herr James damit wollen? Was auch immer es ist nicht gut, sagte Seven. Sie seufzte. Ich werde mit den anderen Aufsehern darüber sprechen. Ich habe vor mir eine Reihe von Geschäften mit Sir James. Ich vertraue niemandem mit diesem Zeug, aber ich vermute, dass er es weniger wahrscheinlich missbraucht als die meisten. In diesem Fall ist es ein strittiger Punkt. Wegen meiner Geschäfte mit ihm würde ich mich von der Freigabegenehmigung zurückziehen. Es sei denn, keiner der anderen Hinweise, die er ihnen gegeben hat, geht auf und ich kann 3 andere Aufseher davon überzeugen, zuzustimmen. Und der Rest des Rates legt kein Veto ein. Der Professor muss darauf verzichten. Und das ist so ungefähr wahrscheinlich, als würde man nach einem Herzinfarkt umfallen, bemerkt Harper trocken. In der Zwischenzeit, Mr. Harper, möchte ich, dass Sie 557 und 0440 überprüfen, wie Seven an. Sie werden mit dem nächsten Flug zum Forschungsstandort 29 in Omen fliegen. Harper wandelte leise ein. Bei allem Respekt, Ma'am. Morgen ist Weihnachten und der 10. Jahrestag des Todes meiner Familie. Richtig, entschuldigte sich Seven. Super leid, Mr. Harper. Ich hatte es vergessen. Ich weiß, es ist nicht angenehm, Sie darum zu bitten. Ich weiß auch, dass Weihnachten der einzige Tag im Jahr ist, an dem Sie abheben möchten. Und ich hoffe, Sie wissen, dass Ihr Verlust tut mir zutiefst leid. Aber diese Verschwörung ist eine sehr ernste Bedrohung für die Foundation und im weiteren Sinne. Auf alles andere, bestätigt der Spionageabwehroffizier traurig. Er seufzte. Auf eine Art wusste er, dass seine Verschwörung für diese eine ebenso große Bedrohung darstellte, wie die Foundation je konfrontiert hatte. Selbst wenn man die Wissenschaftlern dachten, ein randalierender Gecko sei ein größeres Problem. Er holte tief Luft und sagte, okay, aber ich werde meinen Flug selbst organisieren, wie ich es jedes Jahr auch tue. Sehr gut, gab Seven zu. Wer weiß, was Sie das nächste Mal in der Nähe einer Kirche sein werden. Ich werde Ihr Update an Mr. Marie und Mrs. Daniel weiterleiten und Sie versuchen, SCP-1440 aufzuspielen. Viel Glück und Omen. Sie hat die Verbindung getrennt. Harper legte den Hörer auf, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und rieb sich mit den Händen das Gesicht. So etwas weckte schlechte Erinnerung, Arbeit vor der Familie zu stellen. Im Nebenzimmer fragte sich das Büropersonal, was den Besucher der Ebene 5 VIP so veranlasst hatte, so laut zu fluchen, dass sie es durch die schallisolierten Wände hören konnten.